Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Trinkpäckchen-Komplott ohne Trinkpäckchen mit Tasse Tee. Na 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 na. Ja, wie man mir vielleicht anhört, weil ich Schnupfen habe, wird man es mir höchstwahrscheinlich anhören und ich komme mir selber gerade komisch vor, bin ich ein bisschen erkältet, wie wahrscheinlich sehr viele gerade momentan, weil der Herbst uns alle irgendwie erstmal zeigen möchte, yo, Erkältung gehört dazu, damit musst du leben. Und ja, ich habe auch ganz laut hier geschrien und deswegen habe ich jetzt hier eine Tasse Tee und kein Trinkpäckchen, weil kalter Kakao finde ich jetzt nicht so geil. Und es ist Weihnachtstee, der nach Zimt schmeckt und oh, der ist total geil. Und heiß, ha! Aber ich liebe es, wenn der Tee so warm ist und einem die Kehle runterläuft und man merkt, wie warm es ist, aber ich mag es nicht, wenn man sich die Zunge verbrennt. Aha. Nom, 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 nom. Ja, und ich wusste nicht, wir haben es jetzt mittlerweile 8 Uhr abends. Und ich wusste nicht, was ich für ein Video machen soll, weil heute ist Dienstag und ich wollte gerne für Mittwoch ein Video für euch machen. Und mir ist nichts eingefallen. Ich bin ehrlich, mir ist nichts eingefallen und ich hätte keine Lust, irgendwas Krasses noch zu basteln heute oder so. Ey, wisst ihr auch eigentlich, wie cool das ist, dass man als YouTuber sein ganzes Zimmer unten und hinter der Kamera kann es aussehen wie Sau. Ich muss immer nur da hinten alles runternehmen. Und wenn ihr wisst, wie es hier unten aussieht, ne? Mein ganzer Boden steht voll mit irgendwelchem Kram, weil ich in letzter Zeit zu voll bin aufzuräumen, bis ich nicht dazu komme und immer lieber den Rest der Wohnung aufräumen und nicht diesen Raum. Aber es stört ja keinen, es sieht ja kein Schwein, wisst ihr, das ist echt, ist super. Und ich habe einen Jogginghose an, aber ich sehe halt eh gammelig aus, von daher, pff. Sowieso, ich finde das total schade. Also ich kann es auch nachvollziehen, dass voll viele YouTuber sich immer so schön machen für ihre YouTube-Videos, also so extra herrichten und so. Ich mache das ja auch manchmal, aber irgendwie finde ich, dass es total normal ist, dass jeder Mensch einfach normal aussehen kann. Also so Standard, also so wie ich jetzt, so ein bisschen Wimperntusche und Augenbrauen, so sehe ich halt im normalen Leben auch aus. Gut, vielleicht sehe ich nicht ganz so müde aus, aber es ist halt, ich habe halt auch keine Schminke im Gesicht. Also ich habe nur Wimperntusche drauf und Augen. Ich habe keinen Puder drauf, keinen Concealer, kein nichts. Und ich finde, das ist halt irgendwie normal, einfach ein normales Gesicht zu haben. Aber ja, ich kann es auch verstehen, wenn man natürlich, weil die Videos sind ja lange im Internet, dass man dann halt wirklich, wie sie für immer oder wie auch immer, dass man dann normal gut aussehen will. Aber ich finde irgendwie, mir ist es wichtiger, euch zu zeigen, dass ich auch komisch aussehen kann, weil sonst immer alle kommen mit, oh mein Gott, du bist doch perfekt. Und ich meine, ganz ehrlich, niemand ist irgendwie perfekt und ich schon gar nicht. Und ich fange jetzt mal an, bevor es sich hier wieder gar nichts mit Fragen beantworten wird. Eine lustige Frage. Verlorenes Mädchen, by the way, ich glaube nicht, dass du verloren bist, beziehungsweise niemand ist verloren. Du schaffst es, was auch immer dich gerade bedrückt. Würdest du lieber eine Nudel oder ein Pudding sein? Ich glaube, ich würde lieber ein Pudding sein. Kennt ihr dieses uralte Trickfilm-Dingsbums, was manchmal zu Weihnachten kommt mit dem Zauberpudding, der total das traurige, faltige Gesicht hat, so ein kleiner Pudding in der Schale, der dann laufen kann? Kennt ihr das? Wenn nicht, googelt mal der Zauberpudding, dann wisst ihr, was ich meine. Der sieht witzig aus. Ich wäre gerne ein blauer Zauberpudding. Ja. Hast du ein Lieblingstier? Ja, in der Tat. Meine Lieblingstiere sind Elefanten. Und das liegt einfach nur daran, dass mein allerliebstes Lieblingskuscheltier, was ich immer noch zum Schlafen nehme. Und ja, ich bin 19 und ich nehme immer noch ein Kuscheltier zum Schlafen, weil es ist unglaublich flauschig und ich liebe es. Und ich habe es jetzt seit 17 Jahren. Ist ein kleiner Elefant und der ist sehr flauschig. Und deshalb liebe ich Elefanten und finde die total toll. Ja. Und ja, wenn... Achso, das mit dem Lieblingstier hat die Miss Feli Lu gefragt. Katharina, also @mg19_jongi, fragt, wenn du das Geld und die Mittel hättest, einen Film zu drehen, um was würde es gehen und wie hieße der Film? Das ist eine coole Frage. Ich glaube, es wäre einfach so ein Film über das Leben von so einem YouTuber, normalen Menschen, so wie mir.
Und dann würde ich einfach so mein Leben verfilmen, wie dumm es ist und wie rumspasterig man eigentlich manchmal ist und alle Seiten, die man so versucht, immer allen fernzuhalten, so zu zeigen und so die guten und die schlechten Momente und mit voll viel Schminke und so, also so voll viel Horrorschminke, vielleicht würde ich noch so einen kleinen Horrorfilm mit einbauen, aber wie der hieße, boah, keine Ahnung. Ich nenne ihn einfach Sarah mit Ausrufezeichen. Oder besser Sarah mit Fragezeichen. Das ist dann sowas wie, wenn man den Film geguckt hat, denkt man sich, ist das hier ernst? Sowas will ich. Das wäre lustig. Ja, und jetzt gucke ich mal nochmal. Ich habe nämlich gerade eben vor 2 Minuten bei Facebook gepostet, dass ihr mir Fragen stellen sollt. Ich weiß, ich bin ziemlich zügig. Mal gucken, ob es überhaupt schon einen Kommentar gibt. Ich trinke noch einen Schluck. Oh, mein Gott, ihr seid voll schnell. Und ich habe gelogen, es waren vor 8 Minuten. Und es hat schon 38 Kommentare. Ey, wow, ihr haut voll rein. Ein Mädchen hat mich gefragt. Ich zensiere mal den Ort. Sie hat geschrieben, also sie heißt Lorient, Jurent oder Jurent oder so. Laurent, Lorraine, Lorien, keine Ahnung. Ich habe dich schon öfter in Punkt gesehen, habe mich aber nie getraut, dich anzureden. Meine Frage, könnte ich dich mal wiedersehen in Punkt oder deiner Heimat? Fragezeichen. Da ich in Punkt öfter bin, weil ich da öfters durchfahre und woanders hinfahre oder nach Berlin fahre und dann da bin, kann es schon sein, dass du mich dann da öfter siehst und du kannst mich ruhig ansprechen. Selbst wenn ich manchmal echt genervt aussehe, ich gebe dir immer eine nette Antwort. Selbst wenn ich mal jetzt wirklich gerade keine Zeit habe, weil ich direkt zum Zug muss und voll gestresst bin, sage ich dir, sorry, ich kann gerade nicht, tut mir voll leid. Aber ich sage nie, auch wenn ich weiß, wenn ich normal gucke, gucke ich so. Und das sieht nicht freundlich aus. Es tut mir wirklich leid. Ich sehe dann einfach aus wie so eine total angepisste Troller. Aber in der Tat bin ich das gar nicht. Ich gucke einfach nur normal ernst. Und das ist nicht böse gemeint. Aber ich wirklich, ohne Witz, ich habe noch nie jemanden, der mich angesprochen hat, unfair oder nett oder böse oder ignoriert oder irgendwie so. Wirklich, ich bin da eigentlich ganz nett. Wirklich, ohne Witz. Hast du noch weitere Piercings in Planung? Fragte Julia Raab. Nein, eigentlich nicht. Erstmal bin ich so zufrieden, weil bei mir ist es immer schwierig, ich stehe auf Symmetrie und dann muss man immer gleich mehrere Sachen oder so kompliziertes und nee, erstmal nicht. Ich soll die Kia, was? Karina Fla grüßen und sie fragt das auch mit den Piercings und nein, keine anderen Piercings. Hast du eigentlich Geschwister und verstehst du dich gut mit deinen Eltern? Ja, ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre jünger als ich, also 17 und der ist sehr toll und den habe ich sehr lieb und mit meinen Eltern verstehe ich mich auch super. Also meine Eltern sind so die geilsten Eltern der Welt, meiner Meinung nach. Und die unterstützen mich bei allem, was ich mache und sind immer für mich da. Und ich glaube, was Besseres kann man sich einfach nicht wünschen. Und Laura Karl fragt, kannst du mal wieder mehr Haarvideos statt diese veganen Videos? Ich mache sehr viele Videos in der Tat in letzter Zeit, die nichts mit vegan zu tun haben. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ich hoffe, bei einigen schon. Also, ich gebe mir schon Mühe. So. Aber es macht mir halt Spaß, über Essen zu reden. Anja Lange fragt, wie lange bist du jetzt eigentlich mit deinem Freund zusammen? Jetzt sind es schon über 2 Jahre. Kommst du mal nach Mainz, nach Wien? Nee, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, sorry. Ich weiß gerade gar nicht. Was ich euch noch erzählen wollte. Das nächste, wo ich irgendwo mal sein werde, wo man eventuell aus Zufall sich treffen könnte... Ich bin bald mit einer Freundin, also mit der Pia, die mir die Haare mal macht und mit ihrem Freund und meinem Freund und mit meinem Bruder fahren wir in den Heidepark Soltau am Sonntag. Es ist, glaube ich, der 17. oder 18. auf jeden Fall der Sonntag, 17., 18. irgendwie so. Da sind nämlich Halloweeks und da verkleide ich mich dann auch. Und ja, das wird ziemlich witzig. Und soll ich euch mal noch was Witziges sagen? Mein Tee. Rühre ich mit einer kleinen Kuchengabel um. Einfach, weil ich es kann. Und das war das Video. Und ich glaube, ich sollte öfter mal ein Video machen, einfach nur mit Fragen von Facebook.
Weil offensichtlich habt ihr sehr, sehr viele Fragen auf Facebook. Und ja, hier ist noch eine Frage, die finde ich süß, die will ich beantworten. Welche Charaktereigenschaft mag dein Freund an dir am liebsten? Ich glaube, er mag an mir am liebsten, dass ich eine total verrückte Nudel bin und lustig bin und ein bisschen genauso bekloppt bin wie er, weil wir immer voll rumscherzeln und den ganzen Tag nur lustige Sachen erzählen. Und wenn Leute uns zuhören, sind die meistens etwas verwirrt, irritiert und lachen. Und ich glaube, das ist ganz cool, weil wir ziemlich viel lachen können. Auch wenn es mir manchmal nicht gut geht, bringt er mich irgendwie immer zum Lachen und das ist cool. Das ist ziemlich viel wert. Und ja, ich trinke jetzt noch einen Schluck Tee. Nom nom nom. Und ihr müsst auch unbedingt Tee trinken, wenn ihr krank seid. Tee ist das Beste. Ohne Witz. Warmes Getränk, den Rachen runter, ist toll. Außer ihr habt richtig krasse Halsschmerzen, dann nicht. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Und Daumen hoch für natürlich sein und so sein, wie man halt gerade einfach mal aussieht. Und für unordentliche Zimmer. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, passt sehr gut auf euch auf. Tschaußen!